Bitte, Herr Sehr geehrte Tüche. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, ja, Gästen sieht es jetzt um die Uhrzeit auch nicht mehr so gut aus. Sinn der Anfrage war es ja, gewissermaßen zu bilanzieren, wie der Arbeitsmarkt im Land Bremen nach den Pandemiejahren 2020 und 2021 jetzt dasteht. Man kann das kurz so zusammenfassen, wir sind wieder zurück auf Los. Das ist einerseits extrem positiv. Durch den Einsatz von Kurzarbeit, aber auch die vielen Förder- und Unterstützungsmaßnahmen für die Wirtschaft, hat sich der Arbeitsmarkt im Land Bremen schneller und weitgehend erholt als in vielen anderen Großstädten. Das kann man bilanzieren. Aktive Politik in der Krise zahlt sich aus. Genau. Andererseits ist der Befund natürlich auch negativ. Wir sind zurück bei allen Problemen des Arbeitsmarkts, wie wir sie vorher auch schon hatten und sie bestanden haben. Hohe Arbeitslosigkeit, hoher Sockel von Langzeitarbeitslosigkeit, schlechte Perspektiven für Menschen ohne Berufsausbildung und gleichzeitig ein sich zuspitzender Fachkräftemangel. Was folgt jetzt daraus? Die Pandemiekrise geht nahtlos über in die Transformationskrise, die vorher schon spürbar war, jetzt aber noch einmal Fahrt aufgenommen hat. Betriebe stellen sich auf veränderte Produktionsweisen, Geschäftsfelder, Absatzmärkte ein. Verschiebungen zwischen Branchen setzen sich fort, Qualifikation wird wichtiger und viele alte Qualifikationen passen nicht mehr richtig. Über das, was wir im Bremenfonds, im ESF, in anderen Programmen bereits anschieben, um darauf zu reagieren, sollten wir an anderer Stelle diskutieren. Die einzelnen Maßnahmen sind ja hier nicht das Thema. Festhalten möchte ich allerdings zwei Punkte, die wir sonst nicht so klar auf dem Tisch haben. Das eine ist, die Aussage, wer einen Berufsabschluss hat, hat eine gute Perspektive auf dem Arbeitsmarkt, muss man differenzieren. Natürlich ist es schwer, wenn man gar keinen Abschluss hat und die allgemeinen Qualifikationsanforderungen steigen. Die Statistik der Arbeitsagentur umfasst aber auch viele Personen als ohne Berufsabschluss, deren letzte Beschäftigung schon 4 Jahre oder länger her ist. In diesem Fall gilt die bisherige Berufsqualifikation als erloschen. Das muss man sich näher ansehen. Es ist ja ein großer Unterschied, ob jemand eine Berufsqualifikation hat, die man vielleicht ergänzen, anpassen, aktualisieren kann, oder ob er oder sie beruflich qualifizierte Erfahrung hat, aber in einer Branche, die einfach nicht mehr aufnahmefähig ist. So dass man halt über Umqualifizierung nachdenken muss. Oder ob jemand tatsächlich nie einen Berufsabschluss hatte, was eine ganz andere Herausforderung ist. Hier müssen wir deutlich näher ran, um angepasste Angebote machen zu können. Der zweite Punkt ist, die Zahl der Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse ist nach wie vor viel zu gering. Und es kann ja nicht sein, dass wir gar nicht so genau wissen, wie viele es sind. Wir haben Statistiken zu den gestellten Anträgen, zu den Ablehnungen, zu den Nachforderungen, aber eigentlich keine harte Aussage, wie viele jetzt pro Jahr ihren Abschluss tatsächlich anerkannt bekommen haben. Das brauchen wir dringend. Wir werden für diese Zielgruppe verstärkt machen müssen, wie Nachqualifizierungen, die für die Anerkennung notwendig sind, berufsbegleitend gemacht werden können, und zwar mit Arbeitszeitverkürzung und Lohnausgleich. Anders ist das für Menschen in der Mitte ihres Berufslebens nicht leistbar. Es wäre auch wünschenswert, dass viele Verfahren entbürokratisiert werden und die Anerkennung großzügiger erfolgt. Aber das Wichtigste ist, der Weg zur Nachqualifizierung für Menschen tatsächlich leistbar zu machen. Sonst produzieren wir ständig neue Gruppen von Menschen, die eigentlich Qualifikationen haben, aber zusätzlich in die große Menge derer eingehen, die ohne Berufsabschluss geführt werden. Und die ja eigentlich auch in den Beschäftigungen tätig sein könnten, die sie auch schon mal erlangt haben oder zumindest artverwandt sind. Insofern danke ich für die ausführliche Beantwortung der Anfrage. Sie zeigt, dass der Senat die Krisenbekämpfung gut geleistet hat. Das ist wirklich bemerkenswert und sie zeigt den Weg, der jetzt zu gehen ist. Da kommt noch eine Menge Arbeit auf uns zu. Packen wir es an. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.